Die Prada-Modenschau in New York war wieder ein voller Erfolg, auch wenn es mitten in der Modenschau zu einem Bruch kommt. Knapp 3 Dutzend weibliche Models haben schon Neuheiten des italienischen Modehauses vorgeführt, als plötzlich ein Mann in Prada über den Laufsteg geht. Mit seinem Outfit passt der einzige Mann gut zum Rest der Show. So wie viele seiner weiblichen Kolleginnen trägt er einen riesigen Trapperhut. Die Hüte sind an diesem Abend an etlichen Models zu sehen. Egal, ob sie Röcke oder Hosen tragen, einen Mantel oder nur ein T-Shirt. Als Teil einer Cruise-Show scheinen die Hüte eine etwas kuriose Wahl. Cruise heißt schließlich Kreuzfahrt und traditionell waren die Cruise-Kollektionen als Mode für Jetsetter gedacht, die in der kälteren Zeit des Jahres in wärmere Gegenden verreisen, zum Beispiel auf Luxusdampfern. Diese Kollektion beinhaltet einige dicke Mäntel, schwere Brokatstoffe und lange aufwendig verzierte Strümpfe. Die neuen Prada-Stücke erwecken eher den Anschein, als wären sie für eine Kreuzfahrt nach Sibirien gedacht.